Tauche ein in die Stille, während dein Pinsel spricht. Entdecke meditatives Malen, um mehr Ruhe und Gelassenheit in dir selbst zu entdecken. Hallo, ich bin Karin und ich begrüße dich zu einem weiteren Video hier in Aquarelltechnik hier und du findest die Materialliste wie immer unten in der Beschreibung. Ja, und während dieses Bild entstand, wurde ich gefragt, ob ich vielleicht mal ein Video drehen könnte zum Thema Loslassen. Und zu Anfangs dachte ich mir, okay, das wird ein wildes Bild, Loslassen. Aber nach längerem Nachdenken, nein, Loslassen hat viel mit Stille zu tun. Also so war es auf jeden Fall bei mir immer. Wenn es Themen gab, loslassen, spüren, riechen, schmecken, fühlen. Und die wichtigste Frage oder die erste Frage, die ich da wirklich stellen kann an dich oder an die Besucher. Was genau möchtest du loslassen? Ja? Was genau möchtest du loslassen und warum kannst du nicht loslassen? Ist ja eine berechtigte Frage. Und die meisten Menschen haben tatsächlich Angst davor loszulassen, weil wenn wir wirklich loslassen, richtig mit Herzen, mit allem drum und dran, dann wissen wir nicht, was danach passiert. Ja, wir sind völligst im freien Fall. Wir lassen etwas los und wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wir können uns vielleicht so gewisse Vorstellungen machen, es könnte so sein oder so, aber wir wissen es nicht. Und viele Menschen, dazu gehörte ich ja auch eine lange Zeit, hatten Angst loszulassen, weil wir nicht wussten, weil sie auch ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Es hat was mit Vertrauen zu tun, dem Lebensprozess Vertrauen, ja, Neues aufnehmen. Und häufig ist es so, dass Menschen festhalten, oft sogar an wirklich widrigen Umständen und lieber das in Kauf nehmen, was sie kennen, ja, weil das kenne ich ja. Ich kenne den Schmerz, ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber was ich nicht kenne, ist, was danach kommt. Und da ist meine Empfehlung, schreiben, reflektieren, analysieren. Eine kurze Inventur, eine Kurzinventur empfehle ich da immer. Und mal wirklich so skizzieren, wie ist dein Leben im Moment, wo möchtest du in einem halben Jahr stehen, was soll sich verändern? Was soll bleiben? Ja, schreibe einfach mal so die wichtigsten Dinge auf. Und während des Schreibens wirst du Klarheit bekommen. Du möchtest Perfektionismus liebevoll loslassen? Dann melde dich an zu meinem kostenfreien Webinar. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Ja, das passt ja irgendwie, ne? Perfektionismus loslassen, wie lasse ich los? Und auch da haben wir das Thema, das ist eigentlich so gesehen das gleiche Thema. Wenn ich Perfektionismus liebevoll loslasse, was kommt denn danach? Ja, was erwartet mich danach? Das ist zum Beispiel das Thema, was wir dann in diesem Live-Webinar uns gerne auch mal angucken können. Ja, aber überleg doch mal, was hast du in deiner Vergangenheit schon sehr gut loslassen können? Beziehungen vielleicht oder auch einen Job. Loslassen hängt ja häufig auch mit einem Beruf zusammen. Ja, die Berufung, es ist nicht mehr meine Berufung. Ich möchte etwas Neues ausprobieren.
Und das ist natürlich, da sind viele Ängste spielen damit rein. Kann ich davon leben? Ja. Aber guck mal so ein bisschen in dein Leben, in deine Biografie, was so an Loslassen oder was Loslassen für dich persönlich bedeutet. Und wenn du magst, versuch es mal kreativ umzusetzen. Welche Farben bedeuten Loslassen für dich persönlich? Welche Formen? Und versuch, du kannst auch gerne mal versuchen, über Farben und Formen dich diesem wundervollen Thema zu nähern. Und meditatives Malen ist tatsächlich wundervoll für Loslassen üben, nämlich Stille. Stille zu erfahren und in der Stille die nächsten Schritte zu fühlen. Das ist meditatives Malen. Möglicherweise. Aber auch manchmal ist es, um einfach nur zur Ruhe zu gelangen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, schreibe mir die Frage gerne in den Kommentar und ich werde sie baldmöglichst beantworten. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal.